Nach Olympia wechselst du den Profis, Leute, exklusiv. Erfahrt ihr das hier auf meinem Channel. Heute ist die letzte Trainingseinheit. Nef Nation, wir sind back bei uns im Gym in Köln. Wir dürfen wieder hier rein. Die Fußball-EM ist vorbei. Das heißt, jetzt wieder Boxing-Time. Heute ist die letzte Trainingseinheit, bevor es zum Trainingslager geht in Saarbrücken. Letzter Sparringstrainingslehrgang für die Olympischen Spiele. Das heißt, ihr seht mich für eine ganz, ganz lange Weile zum letzten Mal in dieser Halle. Let's go, viel Spaß. Hast du gesehen, mein Equipment-Kollege? Hab ich gesehen, oh, läuft bei dir. Meinst du, dadurch werden deine Fähigkeiten als Kameramann besser? Nein. Okay. Wenn du weißt, aus einem Spatz machst du keinen Kanarienvogel. So einfach ist das. Der Abzug an der Gage. Nicht dafür was kriegen, weil ich bin gar nichts dafür. Du kriegst Fame, Lukas, du kriegst Fame. Das ist schon ein Starter, er war selber ein Starter. Ganz ehrlich, guck mal, jetzt in eurem Ernst, jetzt ganz ehrlich. Wie lange kennst du mich schon ein bisschen? Wie lange kennst du mich? Meinst du, mir geht's um Fame? Ja. Ich hab gar keine Ahnung. Da hat er recht. Auch wenn ich mich scheiße rede, da hat er recht. Er interessiert das nicht. Arbeiten die Runden hier 3 Minuten 10, 50 Sekunden Pause. Okay? Weil wir umso näher an den Wettkampf kommen, deswegen arbeiten wir mit mehr Pause. So sieht's aus. Wir werden heute 6 bis eventuell 8 Runden machen. Wir gucken mal, was wir alles üben können. Und dann geht's weiter. Also, wichtig ist, dass wir nicht stur ins Laufen. Ja. Wir sind da, euer Ding. Wenn die kommen, dann kommen. Besser ist immer, weißt du, wo die rennen, also die bewegen. Immer besser, wenn die hier stehen, bewegen und dann, wenn die kommen, erst weggehen. Dann ist immer besser, weißt du, dann bist du Kampfbestimmen da. Rein, genau. Körper ist immer da. Das ist das, was wir brauchen. Ich zeige dir nicht, ich schlafe. Gute Fette runter. Ja, aber schön.
Und dann wieder sich hell wieder. Seitlich raus. Dann aber wieder bewegen. Nicht den Schlagen denken, okay, ich fallen die Jungen. Nein, die fallen nicht. So einfach geht das nicht. Wäre schön, aber ist es. Jawohl. Dann wieder raus. Dann wieder, guck mal, Doktor könnte was dich anbieten. Kannst du quendeln, rausgehen, leicht gehen. Dann wieder was. Einfach lustig stehen bleiben, normal. Was ist los? Gut, dann bereitest du Wasser vor. Nächster, oder gehst raus. Kannst halt, wie gesagt, seitlich gehen, dann kannst du wieder Knochenangriff rausgehen und nur. Jawohl, dann wieder raus. Sehr gut, jetzt muss ich auch mal sagen. Immer wieder, wenn wir hinten gehen, Beine, weißt du, Beine müssen immer hier sein. Dürfen nicht noch. Immer wenn wir hinten gehen, müssen die Beine immer wieder, weil dann sind wir bereit. Ja, gut, und dann wieder bewegen. Ja, danach nicht warten. Immer wieder da. Von der Seite. Ja, das Ganze. Wie lange kennst du mich schon ein bisschen? Wie lange kennst du mich? Meinst du, mir geht's um Fame? Ich gucke immer nur die Videos, weißt du, wenn jemand sagt, wenn wir Kumpel schicken und sagen, guck mal, Lukas, du bist der Star des Videos. Jawohl, Keine Zeit. Sehr gut. Die müssen und dann haben wir wieder direkt sicher bewegen. Jawohl.
Ein, zwei, trinke zwei, dann rauf und zwei. Selbe Spiel. Links, links, rechts, raus. Jetzt haben wir 8 Runden Pratzen gemacht, Sachen geübt und jetzt zur Pause und dann noch Putz am Gerät. 10 Stück, explosiv. Ja, danach sieht's aus. Das Training für heute ist durch. Ich bin auch fix und fertig. 8 Runden Pratzenarbeit, Vollgas, viel Bewegung. Seht ihr selbst. Danach noch 10-mal Sport am Samstag, aber es vielleicht nicht so aussieht. Es ist verdammt anstrengend. Egal wie fit man ist, das ist von Mal zu Mal immer wieder anstrengend. Aber wir sind topfit und ready für die Olympiade. Das wird übrigens auch für eine sehr, sehr lange Zeit, zumindest mein letztes Training hier in der Halle oder in Köln überhaupt, weil danach geht es ins Trainingslager. Letzte Trainingslager für die Olympischen Spiele. Nach Olympia wechsle ich zu den Profis, Leute, exklusiv. Erfahrt ihr das hier auf meinem Channel, das ist gerade eine exklusive Announcement. Nach Olympiade wechselt Neville zu den Profis. Wo und wann genau, wo ich sein werde, bei welchem Promoter, alles drum und dran. Es kommt natürlich alles nach Olympia. Ein extra Video werde ich dafür für euch drehen. Seid gespannt.